Total Rugby Interview heute mit Raphael Fürasch, Gedrängehalb von Hannover 78. Raphael, 27-3 heute für den RKM 3 Berlin. Das habt ihr euch anders vorgestellt, ne? Ja, ist natürlich eine bittere Niederlage für uns. Wir haben uns das anders vorgestellt. Sind vielleicht auch teilweise mit der falschen Einstellung ins Spiel gegangen. Der Sturm ist heute sehr, sehr rückwärts gegangen. Und das lag auch teilweise daran, dass Benny Krause unglücklich eine gelbe Karte gekriegt hat, Mark Gordon gefehlt hat. Als Schluss hat Will Duff gefehlt. Wir haben einen ganz guten Kader gegen SCN gehabt. Und das haben wir auch gewusst, dass wir gut Rugby spielen können. Und wenn dann halt zwei, drei Leute fehlen, dann fehlen einfach die Leute von der Bank, die gleiche Power, die dann einfach ein bisschen dahinter ist. Das hat ein bisschen Angst. Aber 27-3 ist natürlich dafür keine Entschuldigung, also da müssen wir anders spielen. Du hast selber ein paar gute Durchbrüche gehabt. Wie hast du da eigentlich eingehen? Ich habe mich sehr unter Druck gefühlt, gerade durch den Sturm, weil wir auch viel rückwärts gegangen sind und unser Verbinder auch schlechte Bälle gekriegt hat. RK03 hat super Druck gemacht im Sturm und viele Bälle von uns langsam gemacht, schlecht gemacht. Ich habe keine Möglichkeit, schnelle Bälle zu spielen und dadurch sind wir einfach nicht ins Spiel gekommen. Jetzt ist die Saison bald vorbei, ihr seid immer noch im Kampf gegen den Abstieg mit RK Heusenstamm, wahrscheinlich im Finale am letzten Spieltag. Was habt ihr euch da jetzt noch vorgenommen? Also vorgenommen haben wir uns eigentlich generell für die Saison, da wir jetzt Punkte gekriegt haben, dadurch, dass Köln die Spiele 0-0 gewertet worden sind, stehen wir jetzt ein bisschen besser da. Vorgenommen haben wir uns eigentlich aus eigener Kraft zu beweisen, dass wir diese Liga halten können, ohne diese geschenkten Punkte, sage ich mal. Hat heute nicht geklappt, muss in 3 Wochen auf jeden Fall gegen den Heusenstamm klappen. Und das werden wir uns als Ziel nehmen. 3 Wochen haben wir noch Zeit, hart daran zu arbeiten. Über die Saison hinausblicken, wenn man in die Nationalmannschaften im U16- und U18-Bereich guckt, habt ihr ja viele Nationalspieler dort drin, die dann in den Herrenbereich hochkommen hoffentlich. Ja. Wie denkst du, sieht die Zukunft aus für Hannover 78? Im Grunde ganz gut. Es ist halt immer die Schwierigkeit, wie viele Spieler von den wirklich guten Leuten man auch halten kann im Verein. Das ist natürlich auch immer das Problem. Das ist im Herrenbereich, genau wie im Jugendbereich, sobald die Jungs 18 werden, ist halt normal, dass sie auch ein bisschen gucken, wo sie selber alle bleiben. Und deswegen muss 78 zusehen, dass sie jeden jungen, guten Spieler, talentierten Spieler auf jeden Fall halten kann. Dann sind die Zukunft 78 sehr gut. Super, danke Raphael Schneider.